Herzlich willkommen zum Mountainbiken in Largs. Wir sind zum allerersten Mal auf dem Kanal hier in der Region unterwegs und ich freue mich mega, euch dabei direkt eine der längsten Abfahrten hier im Gebiet zu zeigen. Wir fahren vom Gletscher bis runter zum Rhein und jetzt erstmal ein paar gute Bilder. Mehr Bergfeeling geht nicht. Yeah! Wir starten unsere Tour hier oben am Fuße des Vorabgletschers auf 2570 Metern und hier hochgekommen sind wir aus Largsdorf zunächst einmal mit dem Bus und das war schon richtig krass, denn der Ortsbus, das Postauto bringt dich wirklich hoch auf fast 2200 Meter und die letzten Höhenmeter sind wir dann über den Schotterweg hier hochgefahren. Also wenn ihr es fahrt, dann müsst ihr ein kleines Stück pedalieren, einplanen, 400 Höhenmeter, grob eine Stunde. Und ihr seht auch, hier oben ist der Winter schon leicht angekommen. Es hat in den letzten Tagen leicht geschneit. Einige von euch werden das Gebiet hier sicherlich auch aus dem Wintersport kennen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen in Largs gesammelt habt, egal ob im Winter oder im Sommer. Und jetzt geht's los von hier oben auf dem Vorab-Trail. Ich bin schon sehr gespannt. Nicht mehr lang schnacken, rauf aufs Bike. Auf geht's! Der erste Teil vom Vorab-Trail ist gefahren und ihr habt es in den Aufnahmen auch schon gesehen. Große Felsen, über die wir uns da bewegt haben. Richtig spannend zu fahren. Da könnt ihr euch da noch so ein bisschen eure Linie suchen. Insbesondere aktuell am Schnee vorbeifahren, aber das macht es auch ganz schön witzig. Jetzt hier kommen wir schon in ein bisschen gerölligeres Feld. Viele Steine, die rumliegen. Also der Trail, den wir heute fahren, ist wirklich krass unterschiedlich. Von diesen großen Platten hier durchs Geröll, später über die Wiese, dann noch in den Wald. Also alles geboten, was die Berge so zu bieten haben. Und jetzt weiter in Takt. Ja, hier auf dem Trail sind immer mal wieder echt schwierige Passagen, gerade auch ein richtig steiles Stück hier vorne. Das kommt auf der GoPro immer schwierig raus. Aber die Landschaft ist richtig cool zum Biken. Also ihr seht es hier auch, schlängelt sich der Trail entlang durch die Wiese, paar Felsen mit drin. Mega stark. Pures Vergnügen hier. Ihr seht es ja gerade auch. Da oben sind wir hergekommen. Da ist noch der Schnee. Da ist die raue, hochalpine Landschaft. Hier sind wir jetzt so langsam auf Gras angekommen. Ein erdiger Trail, der auch viel Schlamm verursacht. Und dann auch hier so richtig schöne kleine Bachläufe. Und ihr habt es schon in den Videos gesehen. Wir haben den Andi an Bord als Bike Guide. Hier aus Largs. Du wohnst ja schon einige Jahre hier, bist auch als Bike Guide tätig und zeigst uns hier die richtig schönen Flecken. Sag mal ein paar Worte über den Trail. Der Vorab-Trail selbst ist einer der schönsten. Man hat wirklich alles. Man hat von ganz oben, habt ihr gesehen, auf den Slick Rocks, richtig große Steine, dann Geröll bis zu hier, flowig. Und später geht es dann auch unten im Wald rein. Also man hat wirklich alles. Wie ist es für dich, der Wechsel in Largs? Jetzt bald geht es ja dann auch in Richtung Wintersaison. Klappt das gut? Also wann ist das ungefähr? Die Wintersaison geht früh los. Sie versuchen immer Anfang November den Gletscher aufzumachen. Okay. Ja, bis dahin kann man natürlich hier das Biken genießen. Und danke, dass du uns hier die coolen Ecken zeigst. Immer. Bis dann runter zum Rhein. Ich freue mich auf den Rest. Ja, ich auch. Schaut euch das an!
Jetzt nach dem Vorabtrail pedalieren wir ein paar Meter und dann geht's in den Mittag. Und zur geografischen Einordnung hier im Gebiet, da drüben oben seht ihr die Galaxy, die Bergstation, die sehr markante Bergstation hier in Largs. Da oben ist auch der große Park, den ihr sicherlich auch schon mal in Videos gesehen habt, die riesen Halfpipe etc. Hier seht ihr auch nochmal die verschiedenen Möglichkeiten. Wir sind hier oben beim Vorab gestartet, hier rüber zur Alp Nargens, wo wir gerade sind. Und dann geht es den Nargens Trail runter, pipapo. Und dann fahren wir noch nach Falera, da raus und dann runter in die Rheinschlucht. Und jetzt in die Mittagspause an der Alp Nargens. Wohlverdient. Ah, richtig stark hier auf dem Nargens Trail. Ihr habt es gerade auch gesehen, flowige Stücke mit dabei. Wir kommen jetzt hier in den Wald, hin und wieder ruppig, ein paar Steine mit drin. Das macht Spaß und was besonders cool ist, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, seitlich verläuft die Straße. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch mit Kids hier unterwegs seid, das ist ein guter Trail, wo man immer entscheiden kann, ob man vielleicht auf der Vorstraße fährt oder dann den Trail mitnimmt. Ganz besonders am Nargens Trail ist aber auch, dass er sich in die Nachhaltigkeitsstrategie von Largs einreiht. Hier dieser Trail wurde komplett mit elektronischem Gerät gebaut und da gibt es viele Punkte, auf die Largs da Wert legt. Das möchte ich besonders hervorheben, deswegen schaut gerne, wenn es euch interessiert, unten in der Beschreibung mal. Da habe ich euch das Nachhaltigkeitskonzept auch für den Winter verlinkt. Und jetzt geht's weiter Richtung Largs. Nice! Mega abwechslungsreich zu fahren, der Nargens Trail, auch immer mit kleinen Step-Ups, dann gibt es auch Drops, ihr könnt da immer mal zwischen der roten oder auch einer schwarzen Linie wählen, wo es stärkere Sprünge gibt, da natürlich immer vorher gut reinschauen. Und was hier auch besonders ist, wir sind gerade im sogenannten Green Valley unterwegs, das seht ihr hier, der Waldboden ist überall mit Gras bewachsen, das ist alles super grün in der ganzen Ecke, mega schön hier durch die Natur zu fahren. Mehr Bergfeeling geht nicht. Yeah! Gerade richtig schöne Ecke hier am Runker Trail, durch den Wald, verschiedene Felsen, Sprünge, ihr habt es gesehen. Und dann noch so malerisch, wie das Licht hier gerade reinkommt. Träumchen. Nach dem Runker Trail, das habt ihr ja gesehen, der war einfach famos, ja, mit den krassen Steinen im Wald, geht's jetzt hier an Largs vorbei, auch an Flims haben wir alles hinter uns liegen lassen. Wir fahren jetzt nach Falera, ein paar Höhenmeter hoch und von dort aus geht's dann in die Rheinschlucht. Das wird richtig schön. Und hier die Wege erinnern jetzt sehr stark an die Vorderrhein Gravelbike Tour, wo wir ja vor 3 Wochen, 4 Wochen hier eben auch in Graubünden unterwegs waren und bis ganz durch Richtung Vorderalppass gefahren sind zur Rheinquelle am Thomasee. Das Video dazu ist jetzt hier oben rechts verlinkt.
Höhenebene. So, nach 2400 Höhenmetern, die wir jetzt schon fast runtergefahren sind, geht's jetzt auf den letzten Trail Richtung Rhein runter. Nochmal alle Kräfte sammeln und dann kommen wir unten am Wasser an. Bereit? Und wie? Auf geht's. Angekommen am Rhein und ihr seht es hier auch schon, die Rheinschlucht, da vorne fährt die Rätische Bahn, die wir gleich auch nehmen werden. Und diese Schlucht ist einfach immer wieder ganz besonders anzuschauen. Sie wird auch der Swiss Grand Canyon genannt. Und wir sind in Summe heute 2500 Höhenmeter hier runtergefahren. Die letzten Trails hatten es gerade auch noch mal richtig in sich und wir genießen jetzt hier mal den Ausblick. Wenn ihr als Mountainbiker hier in der Rheinschlucht unterwegs sein möchtet, dann achtet auf die Uhrzeiten, denn von 9 bis 16 Uhr soll man hier nicht Fahrrad fahren. Wir sind jetzt um 17 Uhr hier unten angekommen und fahren jetzt noch mal richtig tief rein in die Rheinschlucht. Ist ein Traum. Jetzt sind wir hier noch rübergefahren bis nach Versam. Hier fährt auch die Bahn durch. Gerade mit der werden wir gleich in die andere Richtung zurückfahren. Und immer mit dem Blick hier die Felsen der Rheinschlucht. Es ist mit dem Zug ein Erlebnis, es war gerade mit dem Biken ein absolutes Erlebnis. Das habt ihr auch in den Aufnahmen gesehen. Es waren aber von der Brücke, wo wir eben moderiert haben, zu hier nach Versam schon noch mal einige Kilometer und ein sehr anspruchsvoller Trail. Das müsst ihr also gut einplanen, damit die Muskeln das noch mitmachen. Wir sind jedenfalls gerade nach dieser Tour fix und foxy. Es sollten grob 40 Kilometer und 2500 Tiefenmeter gewesen sein, aber auch 1000 Höhenmeter knapp, die wir heute auch berghoch geradelt sind. Und jetzt ab in den Zug, ab nach Ilanz, ab nach Laax und da ziehen wir das Fazit. Wir haben ja aus der Bahn nochmal einen sehr schönen Blick auf die Rheinschlucht und die Rätische Bahn, genauso wie die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region, sind super ausgebaut. Deswegen kann man auch seine An- und Abreise, als kleiner Tipp, sehr gut damit gestalten. Ein langer Tag geht zu Ende. Wir sind jetzt hier wieder in Laax und zwar am Rox Resort an den Bergbahnen angekommen. Und ja, hier trifft sich im Winter und im Sommer die Szene. Hier sind sowohl diese Rocks, in denen wir auch untergebracht sind, als Apartmenthaus, als auch verschiedene Cafés, Bars, Restaurants, die Bergbahnen direkt. Ihr könnt hier das Bike und die Ski ausleihen. Also echt ein ziemlicher Dreh- und Angelpunkt. Und ziemlich cool ist auch, dass es verschiedene Flowlines zum Üben auch fürs Biken hier gibt. Es gibt einen kleinen Skatepark. Im Winter gibt es hier auch die Freestyle Academy, wo einige Freestyler mit dem großen Park auch oben trainieren. Und jetzt heißt es, Fazit zu ziehen. Wir sind heute vom Gletscher bis runter in die Rheinschlucht gefahren. Und ich glaube, so abwechslungsreich wie auf diesem langen Trail heute kann es kaum sein. Wir hatten oben dicke Steinplatten, sind dann durch den Wald über Wurzeln und unten dann am Rhein, am Wasser angekommen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat dieses Video aus Laax genauso viel Freude bereitet wie mir. Hier geht's zum nächsten Video. Direkt einschalten, da sehen wir uns wieder. Und jetzt einen schönen Tag.